Ja, ihr zwei, herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, da hätte jetzt im Endeffekt nach dem ersten Durchgang so wirklich keiner mit gerechnet, oder? Na, also ich glaube, wir haben im zweiten Lauf wirklich unsere Leistung gebracht. Das war von der Kurssetzung her ein bisschen anders wie im ersten Lauf. Von dem haben wir gewusst, wir müssen uns am Limit bewegen. Das ist uns beiden, glaube ich, sehr, sehr gut gelungen. Und umso schöner natürlich, dass es dann schlussendlich für uns beide aufs Podium gereicht hat. Felix, nach dem ersten Durchgang durchaus geknickt gewesen. Wie viel Selbstbewusstsein war noch da? Also ich habe schon gewusst natürlich, dass es noch reichen kann. Aber als ich im zweiten Durchgang ins Ziel bin, ich habe einen riesen Fehler gehabt im zweiten Durchgang, hätte ich nie gedacht, dass es aufs Podium reicht. Ich habe alles riskiert und war natürlich am Ende schon auch, war das Glück auf meiner Seite mit Marcel und 200 vom Henrik. Also ich weiß das schon sehr gut einzuschätzen, aber im Endeffekt stehe ich da mit der Medaille und alles ist gut. Wenn man jetzt dann da unten steht, wie hart ist dieses Warten? Ja gut, das war ja für mich im Endeffekt so ein Déjà-vu-Erlebnis. Also im Riesenslalom war ich Dritter, dann ist der Marcel zum Schluss nach oben gestanden, bin ich Vierter geworden, heute gleiche Situation. War schon nicht so ohne, aber im Endeffekt, geht schnell, man kann schnell einfädeln und dann ist es vorbei. Das ist im Marcel heute leider passiert und dann stehe ich auf dem Podium und passt. Fritz, ewiger Zweiter, ist jetzt, glaube ich, in dem Fall mal ein Lob, oder? Ja, ist natürlich extrem schön, dass ich die Silbermedaille geholt habe und bei dem Event kann man es, glaube ich, gut verschmerzen. Wenn man die ganze Saison immer so nah dran ist, wie wichtig ist es dann oder wie Genugtuung, so ein Podium jetzt hier bei dem Großevent zu haben mit einer Einzelmedaille? Ja, natürlich ist es bisher mein größter Erfolg, den ich bisher abgeliefert habe. Von dem her ist es wirklich ein sehr, sehr schöner Tag für mich selber. Und Platz 2 und die Silbermedaille bei der WM, also das ist schon sehr, sehr schön und ich bin schon extrem stolz.